Wir kommen heute zu einer weiteren Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Das nächste Spiel in der Runde ist Holiday City Reloaded. Und ja, ich bin ein Stück weitergekommen. Ich habe inzwischen den Airport freigeschaltet. Aber bevor wir zum Airport kommen, erstmal wieder das, was so an Tätigkeiten aufgelaufen ist oder To-Dos. So, die haben jetzt keinen weiteren Multiplikator, sondern der bekommt den nächsten Multiplikator. Also mal gucken, wie weit es reicht bis dahin. So, gut, das heißt, die haben wir heute nicht. Und inzwischen ist es auch so, es fühlt sich etwas langsamer an. Also ich bin jetzt gerade beim nächsten Prestige-Items. Also drei sind freigeschaltet, der Champagner soll der nächste werden. Aber aktuell sind die Buchstaben irgendwie langsamer geworden. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass ich ja nur noch diese 10er-Kombo spiele, die halt erst ab 20 verfügbar sind. Oder ob sie generell vielleicht das ein bisschen runtergesetzt haben, dass die Buchstaben nicht so schnell kommen. Oder es wieder damit zu tun hat, dass die ersten Buchstaben doch schneller kommen als die letzten. Wer weiß, wer weiß. Es gibt ein neues Element, Holiday Island, das natürlich erst wieder ab einem bestimmten Level verfügbar ist. Und da bin ich noch nicht. Ich bin jetzt das Level 24 gekommen. So, jetzt gilt es erstmal hier noch die nächsten Perlen einzusammeln und für die nächsten 8 Stunden schon mal die Perlen in Auftrag zu geben. Ich bin jetzt hier bei der Vorbereitung für das letzte Item, das heißt 140. Das heißt, ich brauche noch, also ich denke, morgen sollte das dann klappen, das freizuschalten. Weil 16 kommen jetzt heute noch dazu. Bin ich bei 124, dann fehlen noch 16. Das sollte also morgen dann klappen. Ich nehme an, dass ich dann erst noch 500 Perlen zusammensammeln muss, bevor ich da reinkomme. Also auch das wird noch ein bisschen dauern. So, hier noch wieder Aufpreis. Und ebenso hier die Sachen durchkaufen. Und damit sind wir auch relativ weit, aber nicht weit genug, um tatsächlich ein Reset zu machen. Weil es wäre jetzt zu überlegen, ob ich tatsächlich, da die Sprünge hier relativ groß sind, also alle mindestens so 10er Potenz höher, nach 2 ein Reset mache, aber das werde ich heute nicht machen. Ich werde den noch weiterlaufen lassen. Also, was hat es mit dem Airport auf sich? Moment, natürlich das Daily Gift nicht vergessen. Also, Tagesbonus habe ich schon geholt. Aber noch den Twitter-Code. Also, ein Holibar dazu. Ah, Holibars, mal gucken, wie steht es denn da? Also, inzwischen ist der nächste Profit-Multiplier freigeschaltet mit 729. Also, ihr solltet dann also nicht allzu oft die Sachen ausgeben, sondern dann lieber auf den nächsten Profit-Multiplier warten, nachdem die jetzt bald schneller kommen, als ich tatsächlich die Holly Bars noch zusammenbekomme. Und ich im Moment auch nochmal, ich glaube 2 habe ich seit dem letzten Mal nochmal für Ressourcen ausgegeben. Aber es lohnt sich halt auch für ein Verhältnis ziemlich wenig. Also hier jetzt nochmal 5 draufzusetzen, sind weniger als 20% Anstieg. Und die anderen Multiplier für Ressourcen-Production ist ja halt hier eh schon ziemlich immens. Also keine Ahnung, ob die dann nochmal multiplikativ dazukommen, was ich zumindest annehme, weil sonst würde sich dieser niedrige Bonus überhaupt nicht rechnen, wenn der einfach nur dazu addiert werde und nicht nochmal als Multiplikator dient. Aber trotzdem werde ich die da im Moment nicht ausgeben, sondern dann wahrscheinlich einfach wieder hier jetzt auf die nächsten 21, die ich noch brauche, sparen. Und also bis Ende der Woche oder beziehungsweise bis der 7. Tag hier wieder voll ist, dann habe ich die auch zusammen. Dann kann ich mir den nächsten Profit Multiplier leisten. Mal schauen. Ja, was hat es mit dem Airport auf sich? Der Airport bietet die Möglichkeit, Ressourcen umzuwandeln. Also klar, Ressource zu Ressource bleibt gleich. Also es gibt keinen Verlust. Das ist auch wichtig zu wissen, weil die Ressourcen haben sehr unterschiedliche Multiplier. Also klar, 1:1. Hier Energie ist weniger. Das heißt, da gibt es von Eisen zu Energie oder von Material zu Energie gibt es ein Minus. Lebensmittel gibt es auch ein Minus. Quote 1:3. Eisen noch schlechter und Erfahrungspunkte auch. Umgekehrt ist es halt, ich hatte das mal versucht, so ein bisschen als Übersicht durchzurechnen. Die Multiplier, also auch mit mehreren Sprüngen eventuell, weil Energie mit 103 zu 104 gibt also einen Anstieg, logisch, weil andersrum ist es eine Absenkung. Das heißt, die heben sich auch ganz gut auf und von Energie zu dem einen zum nächsten zu springen, scheint auch keinen größeren Vorteil zu bringen.
Was allerdings eine Strategie, die dann schon sehr prägend ist, ist einmal, wenn ihr resettet, dann wird ja alles, was hier ist, verkauft. Aber hier werden nur die Materialien, Energie und Lebensmittel und Eieren verkauft, aber die Forschungspunkte werden nicht verkauft. Das heißt, auf jeden Fall, bevor ihr resettet, die Forschungspunkte in egal welches Material dann tauschen, einfach nochmal eintauschen. Und der andere Punkt ist, da Food hat das schlechteste Austauschverhältnis zu allen anderen. Also wenn ich Food zu irgendwas anderem wechsle, also von 105 zu 101, 102, 103 und 105, okay, da hat es sogar ein recht gutes Austauschverhältnis. Was aber viel wichtiger ist, weil nämlich umgekehrt natürlich andere Sachen sehr gute Austauschverhältnisse zu Food haben, also 102 zu 105. Hier 103 zu, also 100 zu 103. Bei Energie ist es 103 zu 104. Also da habt ihr deutliche Gewinne. Und das ist wichtig, weil nämlich gerade Essen hat hier die Produktionsmultiplier. Das heißt, wenn es sinnvoll ist, oder beziehungsweise wenn es reicht, ist ja vielmehr die Aussage. Deswegen ist es auch wichtig, ich nehme hier das Food mit rein, um die Gesamtzahl zu sehen. Also dann muss ich es nicht extra ausrechnen, von wegen, okay, 1,8 plus 2,7, sondern ich kann einfach hier sehen, okay, 4,5, leider etwas zu knapp. Nee, Moment, nee, es reicht aus. Also 3 hoch 5 brauche ich nur. Und das ist nämlich so genau dann die Optimierungsstrategie, zu sagen, okay, dann wechsel mal alle Ressourcen um. Und ich kann hier zumindest schon mal den Production Multiplier hochsetzen. Und wenn der jetzt verbessert ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich bald hier die 57er auf 58 bringen kann. Weil die Food Production, wie viel hat er jetzt gebracht? 1,5, beziehungsweise kann ich ja hier gucken. Okay, also 3,3. Es ist nicht so viel, aber das macht sich dann schon bemerkbar, wenn das eine Weile läuft, noch ein paar Stunden. Und dann hoffentlich eben ich damit schneller die anderen hochbringe. Also das ist so ein bisschen, um noch ein, zwei Level dann zu pushen, alle Ressourcen umwandeln, in der Mitte kaufen und wenn das dann durch ist, dann rechts und links kaufen. Das heißt, das sind so die zwei Strategien, die sich für mich mit dem Airport ergeben haben, eben einmal vor dem Reset verkaufen, um dann eben die Technologie noch in Ressourcen umzuwandeln, damit die dann noch in Geld umgewandelt werden und ansonsten während des Spiels dann mit den Ressourcenumwandlungen einfach die Produktion zu pushen, damit ich dadurch eben die Food-Upgrades schneller bekomme und dadurch die Ressourcenproduktion insgesamt steigern kann. Ja, sonst gibt es hier eigentlich nichts weiter zu sagen. Es gilt jetzt weiter zu warten, bis das City Aquarium freigeschaltet werden kann. Und wahrscheinlich, wenn sich das so vom Tempo nicht allzu sehr verlangsamt, sollte ich hoffentlich bis zum nächsten Mal auch Level 30 erreicht haben. Dann gucken wir mal, was bei Holiday Island wirklich als weitere Elemente dazukommt. Weil sonst gibt es ja gar nicht mehr so viel, was sich freischalten lässt. Mal gucken, die Trophies bin ich jetzt bei 418 von 611. Also da gibt es schon noch ein paar. Ich glaube 10.000 so in der Dreh. Genau, bei 10.000 ist so in der Regel Schluss. Also es senkt sich dann ein bisschen, das heißt, es wird wahrscheinlich alles so in der gleichen Preisklasse liegen. Schauen wir mal, wie weit die da insgesamt dann kommen. Also bei 10.000 Labor ist auch Schluss, was die dann insgesamt kosten und was es dann danach eventuell noch für Ziele gibt oder ob das Spiel dann relativ schnell abgeschlossen werden kann, weil auch die Marina-Items waren jetzt erstaunlich schnell zu absolvieren. Ich vermute allerdings, dass hier zu Beginn, als die Marina-Items eingeführt wurden, wahrscheinlich auch nur eine Mission möglich war und erst mit dem City Aquarium letztlich eine zweite Marina-Mission oder ja, eine zweite Mission hier eingeführt wurde, weswegen sich natürlich der Teil jetzt deutlich schneller gespielt hat. Aber soweit für heute. Einmal vom Airport und beim nächsten Mal dann mehr.